Hallo, machen wir ein bisschen weiter mit SQL. Einen Befehl hatte ich das letzte Mal noch vergessen, der zum Select gehört, den ich an dieser Stelle gerne gebracht hätte. Ich hole mir jetzt mal nur die Spalte Ort oder nee, besser Land. Und wenn ich jetzt wissen will, welche unterschiedlichen Länder es gibt, dann ist ja blöd, dass hier die Länder zigfach auftauchen. Und dafür gibt es dann einfach den Befehl distinct. Und auf einmal sehe ich, okay, es werden Waren an 21 Länder verschickt. So viel dazu zum letzten Mal. Jetzt schauen wir uns mal einen neuen Bereich an. Der kommt an dieser Stelle und der heißt where. Also select alles vom Kunden. Also hol mir alles von dem Kunden, wo irgendwas so und so ist. Zum Beispiel, where Land ist gleich Deutschland. Damit kann ich dann die Auswahl nur auf die Kunden aus Deutschland beschränken. Ich kann das natürlich auch weitermachen, indem ich halt sage, oder Land ist gleich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das alles gab. Ich glaube, Mexiko. Nee, wird es mit K geschrieben. Ja. So. Jetzt habe ich auch noch, wo das Land Mexiko ist, auch mit dabei. Also, where ist eine sehr wichtige Klausel für die Auswahl der Zeilen. Welche Zeilen möchte ich? Und die wichtigste Variante ist wahrscheinlich das gleich, aber ich kann auch mit größer, kleiner und so weiter arbeiten. Gibt es hier einen schönen Wert für größer, kleiner? Nein, Postleitzahl ist kein schöner Wert. Wir schauen uns mal die Artikel an. Select Stern vom Artikel. Immer erst schön anschauen. Mit Steuerung Enter kann man das dann auslösen. Dann muss man nicht jedes Mal mit der Maus zum Blitz fahren. Hier haben wir doch schöne Zahlenwerte. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte alle Artikel haben, where Einzelpreis größer als 40. Oder eben kleiner als 40. Ne? Steuerung vergessen. Dann habe ich jetzt alle Artikel, wo der Einzelpreis kleiner als 40 ist. Kann natürlich auch größer gleich machen. Ja. Oder ich kann nicht machen. Gibt es hier irgendwas mit 40? Ja, die Nummer 8. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Ausrufezeichen gleich 40, dann fehlt die bisherige Nummer 8. Da steht jetzt hier nicht die drin. Ich kann da natürlich auch so größere Verkettungen machen, indem ich eben sage, also der Einzelpreis muss größer 40 sein. And Lagerbestand kleiner 40. Wichtig ist, dass ich, egal auch wenn ich den Einzelpreis jetzt hier zweimal in der Bedingung drin hätte, indem ich sagen würde, größer als 40, aber kleiner als 100, dann kann ich nicht sagen, and kleiner 100. Das wird nicht funktionieren, sondern ich muss hier definitiv wieder sagen, auf was ich mich beziehe. Na, Einzelpreis kleiner 100, Lagerbestand kleiner 40. Und dann bleiben eben jetzt noch diese Zeilen übrig. Wenn ich jetzt noch ein Oder mit reinbringe, dann wird es natürlich schwierig, weil Oder dann immer so einen hässlichen Nebeneffekt hat. Also wenn ich jetzt sage, der Lagerbestand soll kleiner 40 sein oder bestellte Einheiten größer 0, dann bezieht sich dieses Or jetzt nur auf diesen Lagerbestand und nicht auf alles. Und das muss ich halt entscheiden. Möchte ich,
das so haben, dass also der Einzelpreis größer 40 und der Einzelpreis kleiner 100 und der Lagerbestand kleiner 100 ist oder die bestellten Einheiten größer 0. Oder möchte ich das hier als oder haben? Und da empfehle ich euch einfach, damit ihr das hinterher immer gut lesen könnt, die Klammern zu machen, weil dann wisst ihr, okay, das hängt zusammen und so ist das gedacht. Und wenn ihr die Klammern nicht macht, weil es halt in dem Moment passt und ihr schaut dann später mal auf diesen SQL-Befehl und ihn dann erstmal nicht so einfach versteht, dann ist das auch nicht hilfreich. Gehen wir mal in die Kundentabelle rein. Und das möchte ich jetzt alle Firmen, in denen das Wort Delikatessen vorkommt, dann kann ich nicht sagen, where Firma gleich Delikatessen. Dann kommt keine zurück, obwohl welche drin waren, weil eben nicht das Wort Delikatessen genau drin steht im Feld, sondern eben mehr. Und da muss ich das Schlüsselwort like verwenden. Und dann noch angeben, wo etwas fehlen darf, also wo das Prozentzeichen ist sozusagen der Platzhalter. Und jetzt finde ich eben diese beiden Firmen, die Delikatessen drin haben. Und ich kann natürlich auch das Ganze verneinen, indem ich sage, ich möchte alle, wo die Firma Delikatessen nicht drin hat. Wenn ich reguläre Ausdrücke kann, dann wird das Ganze noch ein bisschen schöner, weil dann könnte ich hier natürlich mit regexp, könnte ich jetzt hier eben sagen, es soll mit einem A beginnen und dann soll ein L oder ein N kommen und so weiter. Und dann würde, ja, das soll mit einem A beginnen. Und dann würde ich eben alle treffen, die diesen Regeln entsprechen. Zu regulären Ausdrücken habe ich ja in meinem Kurs Datenaufbereitung in der Bash recht viel gemacht. Das mache ich dort mit dem eGrep. Das ist genau identisch. Also wenn ihr dort nachgeschaut habt oder gelernt habt, wie das geht mit diesen regulären Ausdrücken, die könnt ihr jetzt hier in der MySQL genauso verwenden. Ja, und das Letzte, was wir noch haben, was man als wer machen kann, dazu gehen wir mal in die Tabelle Personal. Ich glaube, da war was drin. Genau, da sind doch hier die Vorgesetzten. Manchmal steht was drin und manchmal nicht. Wenn nichts drin steht, es gibt in der Datenbank zwei Leer. Möglichkeiten, entweder steht nichts drin oder steht nichts drin. Also null, dann steht gar nichts drin und wenn es hier nicht null steht, dann ist es halt nur leer, aber es ist nicht null. Aber ich kann auf null eben auch abfragen, where Vorgesetzter ist null. Und das wird jetzt wahrscheinlich mir um die Ohren fliegen. Ja. Wegen diesem Scheißnamen. Und dann muss ich hier dieses Feld eben in Axors setzen, damit diese blöde Klammer hier mir nicht die Abfrage kaputt macht. Also wer sowas in einer Beispieldatenbank für SQL macht, dass man Spaltennamen vergibt, die nicht mit einem einfachen SQL-Befehl abfragbar sind, weil ich erst noch diese Axors setzen muss. Naja, ich will mich ja nicht aufregen, aber ihr seht, jetzt sind nur noch die Vorgesetzten drin, die null sind. Und ich kann natürlich auch hier wieder mit dem Schlüsselwort not genau das Umgekehrte abfragen. Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich alles Wesentliche, was man im Where machen kann. Ich habe mir überlegt, wie ich euch da ein bisschen besser mitnehmen kann. Und ich werde jetzt immer in der Videobeschreibung so ein paar Fragen stellen,
die ihr mal ausprobieren könnt. Und im nächsten Kurs, also im nächsten Video, werde ich die dann zuerst kurz auflösen und dann eben ins neue Thema einsteigen. Okay, ich hoffe, das passt so für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.